Yo guys, what's up, the Blue Gangster hier und diesmal mit dem Review von Crash Bandicoot und Sonic Forces. Ich habe beide digital. Zuerst Crash Bandicoot natürlich. War hammergeil, das in HD zu sehen. Nostalgia, sein Vater. Haben sie richtig gut gemacht. Hat alles gepasst. Es gibt eigentlich, ja, es ist eigentlich wie alle, also ich fand's gut. Erstens, es ist billig, zweitens sind alle Teile drin. Ja, das Trophäen dabei sind, ist normal. Und ansonsten gibt's da nichts Großartiges zu sagen, weil wer die drei Teile an sich schon gespielt hat, weiß, wie gut das Game ist. Daran hat sich ja nichts verändert. Es hieß ja immer, es ist schwieriger als das Original, aber davon habe ich keinen Plan, ehrlich gesagt. Null Plan. Also für mich liegt wahrscheinlich daran, dass es schon zu lange ist, dass ich es gespielt habe, dass ich den Unterschied nicht gemerkt habe. Und wie gesagt, aber in der Ichi Collection selbst, den Umstieg von 1 zu 2er, war richtig krass. Der 2er zum 3er auch, aber wie gesagt, der 3er war der letzte Teil, den ich gespielt habe, deswegen habe ich da nicht so den Unterschied gemerkt, aus dem Grund, weil der noch am nächsten lag, auch wenn es schon Jahre her ist, dass ich den gespielt habe. Und Crash Bandicoot 2 war am einfachsten auf 100% zu bringen, Crash Bandicoot 3 war auf Platz 2 und Crash Bandicoot 1 ist am allerschwierigsten. Nicht nur, weil das Level-System komisch ist, sondern wegen den Fähigkeiten. Der kriegt ja keine Fähigkeit plus. Nur ganz am Ende, ich weiß gar nicht, ob es beim 1 ist, beim 2 war es auf jeden Fall so. Nee, ich glaube nicht mal beim 1, dass wenn man durchgespielt hat, dass er dann schneller wird oder so. Also beim 1 vor allem wegen den Brio-Mark-Extra-Levels war es wirklich am schwierigsten. Und diese ganzen extra Sachen rauszufinden, so das kriegt man eigentlich von, okay, meine Kopfhörer gehen flöten, kriegt man von selbst nicht raus. Also der Einzel ist wirklich am schwierigsten. Und habe ich irgendwas zu meckern noch über das Spiel? Ja, ich zeige es euch wahrscheinlich hier noch im Video. Und zwar ist es so, dass im Dreier ist man, ich weiß nicht genau, wie das bei Mainz noch war, aber beim Dreier ist man wirklich dazu gezwungen, mindestens 25 Relikte zu sammeln von 30, um wirklich alle Edelsteine, also das True Ending, zu bekommen. Und von den 30 Relikten kriegt man nur 29, wenn man die man dann alle, nee, von den 30 Relikten dann muss man alle auf Gold oder Platinum schaffen, damit man den letzten Edelstein bekommt. Sonst kriegt man den nicht. Und es sind dann die 105%. Ja, das wäre soweit zu Crash Bandicoot. Alright, guys, ich glaube, der Angle ist ein bisschen besser. Nun zu Sonic Forces. Auf jeden Fall. Was mir direkt ganz am Anfang aufgefallen ist, ist, das war überhaupt kein Vergleich zu den Vorgängerteilen. Überhaupt nicht. Also es ist mainly 3D, nicht wie Sonic Mania 2D. Und es war überhaupt kein Vergleich zu jedem Sonic Game. Sage ich jetzt mal zu 90% eigentlich. 95% fast schon. Die Grafik, wahrscheinlich weil ich es zum ersten Mal auf der PS4 ein Sonic-Titel in 3D gespielt habe, fand ich Hammer, nice, richtig geil, richtig fresh, hat perfekt gepasst, props on that. Die Stages haben mir sehr gut gefallen, die sahen auch richtig crazy aus. Ja, sie haben Chemical Plant, meine Ultimate Favorite Stage, obwohl da nicht so viel Standardmäßiges von Chemical Plant war. Ja, sie haben die Green Hill Zone und ja, sie haben das Death Egg back geholt, aber das alles in einer Variation, auch Metropolis, weil Grand Metropolis gibt's ja in Sonic Heroes. In einer Art Design, das konnte man eigentlich gar nicht vergleichen, da war fast nur der Name gleich, fast. Die
Also der Endboss an sich war richtig hammergeil, richtig gut gemacht, weil zum Beispiel die in Sonic Colors hat überhaupt nicht gefallen, aber dafür haben sie die alten Bosse auch mitgebracht und als ich dann Metal und Chaos gesehen habe, krank, krank vor allem auf Shadow, dachte ich mir so, what the fuck, warum ist der wieder böse? Richtig gut gemacht. Was ich auch noch übel gefeiert habe, ist, dass Mindjar in den Scenes zu sehen war. Das hat mich übel gefreut. Eigenen Charakter erstellen, das haben sie richtig gut gemacht. Und dann noch in den Cutscenes sehen. Also war klar, dass er keinen Namen bzw. richtige Stimme zum Reden bekommt, weil man das ja unabhängig haben will. Aber dass er dann trotzdem in den Scenes aufgetreten ist und alles Bombe. Was habe ich noch? Ja, die Soundtracks. Bombe, Hammer. Selbst bei den Retro-Stages wie Green Hill und so. Trotzdem, weil jedes an sich, es war kein Classic Sonic Stuff. Es war so ein bisschen an Crash 40 angelehnt, die ja normalerweise immer die Sonic-Tracks machen. Aber trotzdem hammergeil gemacht. Also war nicht das typische Ding und hat trotzdem perfekt gepasst. Props on that. Was mir auch noch sehr gut gefallen hat, ist, weil sie das ja jetzt mit dem Speed verändert haben. Und zwar, der fühlt sich halt schneller an wie bei jetzt Sonic Generations oder Unleashed oder sowas. Und wenn man dann gesprungen ist und dann Speed gemacht hat, der hat das wirklich durchgezogen. Der ist nicht so in die Senkung gegangen, sondern der ist wirklich oben geblieben, als könnte er schon fast fliegen, wenn wir jetzt von Sonic oder Shadow reden. Also, das war auch krank. Was mir halt nicht gefallen hat, jetzt kommen wir zu den negativen Sachen, was mir nicht gefallen hat. Und zwar, man konnte nicht diese Slides, diese Spins, dieses Ducking so richtig einsetzen, dieses schnell das, schnell das, schnell das, dieses Interaktive da, wo du schnell drücken musst, damit du von A nach B kommst, anstatt einfach durchzurushen, hat mir gefehlt, obwohl ich das Durchrushen an sich auch mal gut fand, aber da war viel zu wenig von diesem und jetzt Duck und jetzt Slide und jetzt Springen und jetzt das, dieses, dass man schnell vorankommt durch Hindernisse hat mir gefehlt. Classic Sonic, ja, von Sonic Mania zu Sonic Forces, dass er kommt. Hat schon Sinn ergeben, aber wenn man Sonic Forces an sich sieht, so haben die das nicht richtig rübergebracht, warum Classic Sonic da drin ist. Die Scenes wurden geblockt. Das heißt, ich kann die nicht in mein LP reintun. Sehr großes Thumbs Down. Die Fähigkeiten von meinem Char. Der hat zwar Waffen. Aber man kann immer nur eine wählen, wenn man wenigstens drei wählen könnte oder sowas wie in Sonic Heroes machen könnte, dass man sagen könnte, okay, der ist jetzt Speed oder der ist jetzt Power oder Fly oder weiß ich, weil ich habe lieber mit Sonic gespielt als mit meinem eigenen Grad aus diesem Speedgrund, weil ich habe mich so lahmarschig, so machtlos gefühlt, nur diese eine Waffe, um Gegner zu besiegen und weiß ich, Ringe zu verfolgen oder Extra Jump, hätten sie mehr machen können. Das Layout an sich von dem Game ist was komplett eigenes, aber es war so komisch, es war so, ich weiß es nicht. Es hat mich ein bisschen an Sonic Unleashed erinnert, wenn ihr da diese Weltkarte habt und so. Und zum Glück gab es dann diese Sidebar, wo alle Missionen hintereinander aufgelistet waren. Aber insgesamt war das so ein bisschen verwirrend, meiner Meinung nach. Die hätten das. Ich weiß jetzt nicht, ob es an der Farbverteilung lag oder so, weil es ziemlich matt auf grafischen krassen Scheiß drauf war. Das hätten sie irgendwie besser abstimmen müssen. Und als Freak, ich habe es jetzt in 3 bis 4 Stunden durchgespielt, das auch noch blind. Ich weiß jetzt nicht, was noch dazu kommt. Und ich glaube, ich habe noch nicht alle Extra-Missionen freigeschaltet. Aber insgesamt, wenn man jetzt so dran denkt, dass jede Stage, sagen wir mal, von 2 bis 4 Minuten gehen kann, fand ich es dann insgesamt doch zu kurz. Leider. Es war, also sie haben es versucht, mit der Menge, die sie haben, abwechslungsreich zu machen, aber
Dadurch, weil man wirklich gemerkt hat, sie erzwingt fast schon diese Abwechslung, war es dann im Endeffekt doch zu kurz. Und die DLCs, die es dazu gab, ich habe es extra preordert. Ich bin ausgetickt wie ein Verrückter, boah, nur noch so viel und so viele Stunden. Und dann die DLCs zu sehen, also. So, ja. Viel zu wenig, nur Kostüme und eine Shadow-Episode, nice. Aber die Kostüme und alles, ich hätte eine Ultra-Special-Waffe gerne gehabt, die man nur als Pre-Order kriegt. Und dieses, da kriegt man so Sonic und Shadow-Kopfansätze und die passen gar nicht. Also, das war selbst qualitativ vom DLC war es nix. Ja. Ja, das war's dann eigentlich. Also das war's im Endeffekt, wie gesagt, um die komplette Experience zu haben, spielt es am besten selbst. Ich habe jetzt 40 Bucks dafür gezahlt, das ist nichts für das Game. Das ist es auf jeden Fall wert. Und wer weiß, was an DLCs noch folgen wird. Ich bin gerade dabei, alles auf S-Rank zu machen, was gerade so möglich ist. Und ja. Das wär's dann eigentlich schon. Also dann, guys, thank you for watching. Hope you liked it. And we see each other next time on my next video on my channel and the Blue Gangsta Style. Peace, YouTube world.